Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Tritschler. Ich bin im Vorstand beim Sprungbrett e.V. in Riesa. Und ich habe mir heute vorgenommen, Ihnen ein bisschen was über unser Großprojekt, das uns die nächsten Jahre als Verein beschäftigen wird, zu erzählen. Und vielleicht gelingt es mir sogar, Sie dafür zu gewinnen, an diesem Projekt mitzuwirken. Weil Sie sehen es hier links unten schon. Das handelt sich um das Projekt und Erlebnisgut Gölis, was wir entwickeln möchten. Und das ist für uns als Träger eine immense Herausforderung und vielleicht auch ein bisschen zu groß, um das alleine zu machen. Das heißt, wir suchen noch Partnerinnen und Partner, die sagen, Mensch, die Geschichte, die ihr da anfasst, die ist für uns wirklich interessant. Vielleicht können wir damit mitwirken und das in eine Richtung entwickeln, ja, wo wir uns selbst vielleicht auch ein bisschen mitsehen. Um das zu gewährleisten, würde ich Ihnen kurz so ein paar Einblicke geben in das Gut, auch zur Geschichte und vielleicht, was wir da aktuell so tun auf dem Gut und welche Visionen wir selbst haben, die aber noch nicht in Stein gemeißelt sind, die jederzeit natürlich flexibel sind und auch anpassbar an diejenigen, die da Lust haben, mit uns gemeinsam das zu entwickeln. Vielleicht am Anfang noch mal so ein bisschen was zu uns als Verein. Wir sind ein gemeinnütziger Träger, anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe im Landkreis Meißen mit Sitz in Riesa. Sprungbrett e.V. heißen wir und wir haben so in unserer Arbeit so vier Bereiche, in die sich unsere Arbeit grob unterteilt. Das ist einmal der Bereich 1, offene, mobile Kinder- und Jugendarbeit. Darunter kann man sich sowas vorstellen wie den Bürgertreff Aufladen in Weida, also wo Kids im Nachmittagsbereich, im Wochenendbereich hinkommen können, wo wir sozialräumlich arbeiten, ganz viele Angebote machen. Ja. Dann haben wir den Bereich 2, das ist so hauptsächlich Schulsozialarbeit. Da sind wir aktuell an über 13 weiterführenden Schulen im Landkreis Meißen und zwei weiterführenden Schulen im Landkreis Nordsachsen tätig. Im Bereich 3 sind wir dann eher so in der Arbeitsförderung, Jugendberufshilfe, Straflegenhilfe. Das betreiben wir schon teilweise auf dem Gut Gölis, beziehungsweise in der alten Stadtgärtnerei oder in unserer Holzwerkstatt. Hierzu zählen aber auch die sozialen Zweckbetriebe, sprich also die Wirtschaftsbereiche, die wir führen, die unsere sozialen Bereiche ein Stück weit mit querfinanzieren mit den Gewinnen, die wir da erwirtschaften. Da haben wir einmal die alte Schäferei, die alte Stadtgärtnerei, auch hier die Holzwerkstatt. Genau. Und ganz wichtig natürlich auch der Bereich 4, in dem wir uns engagieren. Das ist so die Gemeinwesenarbeit, Netzwerkarbeit, Demokratiearbeit. Vielleicht mal ein ganz einfaches Beispiel. Hier links unten sehen Sie ein Bild vom Sonntagscafé, was hauptsächlich organisiert wird von der Bürgerinitiative Wir in Gröber. Und ja, die unterstützen einfach mit Infrastruktur und ja, ein bisschen Orga so im Hintergrund. Solche Aktivitäten sind das in dem Bereich. Ja, so viel zu uns als Verein. Und das eigentliche Anliegen des heutigen Tages ist ja auch ein bisschen das Projekt und Erlebnisgut Gölis vorzustellen. Hier rechts oben sehen wir, haben wir nochmal eine schöne Drohnenaufnahme, die diesen ehemaligen Vierseithof eigentlich ja, schön aus der Vogelperspektive nochmal zeigt. Die Fläche hier gehört noch mit dazu, also das haben wir als Verein gepachtet. Das hier vorne gehört zum Tierheim, ist also nicht bei uns direkt angesiedelt. Wir haben hier noch den Lämmerstall und Teile dieser Flächen, die wir mitbrachten. Man sieht hier ganz gut von der Lage her, hier im Hintergrund ist Riesa, hier ist die Elbe, über den Elberadweg ist es sozusagen optimal angeschlossen, die Bundesstraße mit dem ÖPNV, also wir sind hier wirklich vor den Toren von Riesa gut angebunden. Und vor den Toren von Riesa wurde es damals auch installiert, damals heißt vor 800 Jahren, als Vorwerk des Klosters Riesa, also dem ältesten Kloster der Mark Meißen. Also wir sprechen ja wirklich auch von Gründungsgeschichte Riesa, mit der dieses ja, ehemalige Rittergut tatsächlich verbunden ist. Vorwerk heißt so viel wie, dass es einfach für die Versorgung der Mönche in Riesa installiert wurde. Und diese Funktion hatte es lange inne. Es ist dann so im Laufe der Geschichte auch über Freiherren und ja, verschiedene Besitzer gewechselt, je nachdem, wer gerade die Mittel auch hatte, um das Gut vielleicht zu erwerben oder weiterzuentwickeln. Einen großen Entwicklungsschritt hat es dann nochmal so vor 150 Jahren, so mit Beginn der Industrialisierung genommen, wo hier einfach das ganze Areal, so wie es jetzt heute auch dasteht mit den Gebäuden, nochmal neu aufgebaut wurde, letztendlich um die Nahversorgung mit Lebensmitteln
für die Stadt Riesa tatsächlich auch zu gewährleisten. Man muss dazu sagen, zum Gut gehörten natürlich auch große Flächen, Agrarflächen, viele Hektar, wo auch Landwirtschaft tatsächlich betrieben wurde. Aber hier auf dem Gut haben wir auch eine Tradition von ca. 800 Jahren Schäferei, auf die wir da eigentlich zurückblicken können. Vielleicht noch so viel an der Stelle. Wir als Träger Sprungbrettverein haben jetzt im März 2024 einen Erbbaurechtsvertrag, also einen eigentumsgleichen Titel mit der Stadt Riesa vereinbart, über 50 Jahre. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich auch die Rahmenbedingungen, um hier als Verein auch wirklich Geld in die Hand zu nehmen und das ganze Areal zu entwickeln. Vielleicht nochmal so ganz kurz zu den Angeboten, die wir seit jeher hier betreiben. Also wir sind seit ca. 2004 auf dem Gelände tätig. Wir haben das sehr stark auch immer für die Bereiche genutzt, die ich vorhin so ein bisschen beschrieben habe, also Kinder-Jugendangebote, Familienangebote, aber auch für die Allgemeinheit. Also da sehen wir hier Ferienangebote und so diese Geschichten. Gleichzeitig aber auch so für einen Teil unserer Wirtschaftsbetriebe, also einen Campingplatz, eine Gärtnerei soll perspektivisch mit dorthin kommen aus der Stadtgärtnerei und eine Schäferei eben, wo wir die Familie Weinhold mit unterstützen, die Schäferei in dritter Generation jetzt schon betreibt. Und wir haben natürlich noch diesen ganz großen Bereich Arbeitsprojekte, Straffälligenhilfe, ja, wo wir die Ressourcen letztendlich eigentlich nutzen, um das Gelände so ein bisschen in Schuss zu halten. Vielleicht nochmal so ganz kurz, was jetzt aktuell ansteht. Also dieses längliche Gebäude hier, dieses Haus 7, ist sehr stark baufällig. Ist ein wunderschönes Gebäude von innen, wenn man sich die Dachstühle anguckt. Das ist wirklich riesige Flächen, die viel, viel Potenzial haben. Aber seit 2016 ist gerade dieser Mittelteil hier, also von hier bis hier so beschrieben, für die Öffentlichkeit eigentlich nicht mehr zugänglich, da er stark einsturzgefährdet ist. Da hat man unten zwei riesige Säle eigentlich, die man sehr gut nutzen könnte für soziokulturelle Veranstaltungen, ja, aber wo man auch Seminarräume oder irgendwie ja, in die Richtung was entwickeln könnte. Unser Plan geht in die Richtung. Die Dachebene würden wir gerne als Lagerfläche, weil ich sag mal, wenn man viele Aktivitäten hier auf dem Gut hat, braucht man irgendwo auch diese Lagerflächen entwickeln. So, wir denken uns, dass man hier so in diesem südlichen Teil tatsächlich auch den Campingplatz noch mal erweitern könnte, um so eine Ganzjahres-Schlechtwetter-Varianten auch zu haben, mit Duschen, WCs, wo man dann vielleicht auch so ein bisschen die Sanitärcontainer, die wir jetzt bis jetzt provisorisch auch eigentlich installiert haben, abzulösen. Und hier vorne in dem Bereich sehen wir so ein bisschen, ja, auch nochmal ein paar Räumlichkeiten für unsere Angebote, so Arbeitsprojekte, aber auch familienbildende Maßnahmen, teambildende Maßnahmen. Im oberen Teil könnten wir uns auch Wohnformen vorstellen. Jetzt keine Fremdvermietungen, aber vielleicht, ja, Verselbstständigungswohnen oder ich sag mal, wenn man Familien hilft, wieder ein bisschen auf die Beine zu kommen, begleitet, dass man dann auch mal ein paar Wochen, ein paar Monate dort mit unterkommt. Also da sind wir sehr offen, in welcher Form das sozusagen passieren kann. Für den ersten Bauabschnitt, also sprich diesen Mittelteil, wieder ein bisschen in Schuss zu bringen, dass er uns nicht komplett einstürzt, sondern wir das Dach erstmal wieder ein bisschen in Schuss bringen und die Medien, also Strom, Wasser und so weiter anschließen, rechnen wir mit Gesamtkosten laut Architektin von 400.000 Euro. 250.000 Euro haben wir als Mittel vom Freistaat Sachsen bewilligt bekommen. 150.000 Euro müssen über Eigenmittel, Eigenleistungen, Kredite, Spenden und so weiter zustande kommen. Da sind wir jetzt aktuell beim Stand von knapp 75.000, die wir selbst haben. 75.000 sollen nochmal eingeworben werden über Spendenkampagnen. Ja. Wo geht's hin? Wie sieht die Vision aus für die ganze Geschichte? Also da haben wir mehrere Bereiche, Entwicklungsbereiche, die wir uns vorstellen könnten. Einmal natürlich für die Öffentlichkeit, für Familien, junge Menschen, Kinder, junge Erwachsene, also die Zielgruppen, wo wir eh schon dran sind als Verein, wo wir so eine ganze Palette von Sachen haben, die wir uns da vorstellen können, immer ein bisschen aufgelistet, aber die letztendlich, sage ich mal, dieses schöne große Areal auch nutzen, um hier, ja, vielleicht auch was in Richtung Regeneration, Erholung in verschiedensten Formen zu gewährleisten. Dann haben wir einen zweiten großen Bereich, den wir so ein bisschen sehen, der sich auch ja, aus unserer aktuellen Arbeit letztendlich irgendwo speist, da wir ja als Träger, als Verein auch sehr vernetzt sind mit verschiedenen Organisationen im Bereich Sport, Kultur, Soziales und Bildung, wo wir bereits jetzt sehr viele Aktivitäten auch schon durchführen,
und in verschiedenen Graden das auch unterstützen, wenn zum Beispiel Klassen- oder Gruppenfahrten, Tagesangebote, Ferienlager und so weiter stattfinden. Ja, und das würden wir gerne noch sehr viel mehr entwickeln, dass das wirklich auch als Ort genutzt werden kann für solche Aktivitäten, dass man nicht immer bis sonst wohin fahren muss, sondern das auch ein bisschen in der Nähe hat für Schulen und dergleichen. Dann ein Bereich, wo wir schon teilweise jetzt vernetzt sind, ist so Bereich Wirtschaft, Firmen. Also wir haben hier dieses schwarze Schaf als Vermietungsraum, wo schon mal Firmenfeiern, kleine Festlichkeiten mit stattfinden und natürlich über die angesprochenen Arbeitsprojekte, Straffällige-Hilfe, was wir vorhin so ein bisschen erwähnt hatten. Da passiert das natürlich auch, dass wir junge Menschen vielleicht auch wieder dahin führen, dass sie sagen, ich würde gerne nochmal eine Ausbildung machen, ich würde gerne nochmal eine Arbeit, eine richtige reguläre Arbeit aufnehmen, was jetzt hier diese Maßnahme letztendlich ist und wo wir natürlich auch mit Firmen dann in Kontakt kommen, die letztendlich von unserer Arbeit da auch ein bisschen profitieren können und wir können insofern profitieren, dass wir auch ja, die Sachen zu einem guten Abschluss finden, bringen können. Das würden wir gerne noch sehr viel mehr ausbauen, also auch mit Firmen zusammen, um diese Infrastruktur, die wir dort eigentlich anlegen, auch passend zu machen. Da können wir uns vorstellen, dass wir selbst auch Bausteine mit anbieten können, so in Richtung teambildende Maßnahmen. Aber ja, letztendlich ist auch vorstellbar, dass wir einfach die Infrastruktur anbieten für externe Dienstleistungsanbieter, die sagen, ich bin eigentlich fit in der ganzen Geschichte, ich weiß, wie man Firmen, wie man Teams zusammenbringt und effektiver gestaltet, besser in Kommunikation miteinander bringt, eine bessere Zusammenarbeit. Und ich brauche dafür einfach nur eine gute Infrastruktur, die das irgendwo mit beherzigt oder ermöglicht. Und ja, dafür sind wir einfach sehr offen, auf auch den Weg zu gehen. So, jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Welche Beteiligungsmöglichkeiten gibt es für die ganze Geschichte? Also, ich denke, was vielleicht auch deutlich geworden ist, wir wollen dieses Gut wirklich beleben. Wir wollen nicht nur die Gebäude wieder in Stand setzen, sondern wir wollen, dass hier ganz verschiedene Aktivitäten und ganz verschiedene Nutzergruppen auch zusammenkommen, sich begegnen können. Das heißt, wir brauchen natürlich auch erstmal überhaupt Belebung, ne? Also, wenn Sie sagen, Mensch, ich habe in all diesen Bereichen, die hier genannt wurden, gar nicht so viele Ressourcen, kommen Sie einfach vorbei mit Ihrer Familie, machen Sie mal einen Nachmittagsausflug zu uns. Auch diese Art von Belebung ist schon sehr wertvoll. Oder Sie sagen einfach, die Beiträge, die ihr erstellt, Mensch, da bleibe ich so ein bisschen dran und gucke, dass ich die in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ja, ein bisschen herumschicke. Wenn Sie jetzt tatsächlich sagen, Mensch, vielleicht beruflich oder übers Ehrenamt oder vielleicht auch über meine Firma, könnte ich mir vorstellen, da die ganze Geschichte mit zu unterstützen, kommen Sie sehr gerne auf uns zu. Wir wünschen uns natürlich auch langfristiges Engagement. Wir wollen hier wirklich Partnerschaften, um das gemeinsam zu entwickeln. Wir sind derzeit auch dran, eine Rechtsform zu etablieren, wo das darüber möglich ist, also wo sowohl Beteiligung als auch finanzielle Beteiligung explizit, sage ich mal, für das Gut Gölis möglich wird. Ja, und tatsächlich, wenn Sie sagen, Mensch, ich finde die Idee einfach klasse, so viele Ressourcen habe ich nicht, aber ich möchte einfach gerne spenden dafür, dass sich das entwickelt, dann haben Sie hier auf dieser Webseite unter betterplace.org haben wir dort eine Spendenplattform installiert, wo Sie einfach gerne mit uns auch unterstützen können. Ja, hier vielleicht nochmal so zwei Kontaktadressen, wo Sie sich auch hinwenden können. Einmal die E-Mail-Adresse vom PEC und meine Telefonnummer, wo Sie sich gerne hinwenden können. Und ich würde Sie dann gegebenenfalls weiterleiten oder wir kommen einfach direkt selbst miteinander ins Gespräch. Ja, vielen Dank an der Stelle, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich hoffe, dass ich Sie ein bisschen mitnehmen konnte und dass Sie vielleicht Lust gewonnen haben, uns hier zu begleiten und die ganze Geschichte mit uns gemeinsam anzugehen. Vielen Dank, einen schönen Tag noch.